Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch hier aus einem ganz und gar frühlinghaften Bayern heute. Und ich hatte gerade so den Impuls, einfach mal ganz kurz aufzusprechen, was heute für eine Energie so sich in mir bewegt. Und ich könnte mir sehr gut denken, dass es einigen von euch ähnlich geht. Wisst ihr, jeder kennt das von uns, wenn man auf seiner Spur, also wenn man seinen eigenen Weg, seiner eigenen Spur, ja kompromisslos, ich sage das wirklich, 100% kompromisslos folgt. Und also wirklich, man ist echt herzgeführt, seelengeführt, dann und das Alte, wie bei mir in dem Fall, komplett, wofür ich Corona unsagbar dankbar bin. Das hat sich nämlich schon lange vorbereitet, dass ja, dass das, was ich so bislang getan habe, gut getan habe, es war eine wunderbare Zeit. Es wurden so viele innere Qualitäten und Reifeprozesse damit auch noch wieder eingeleitet, weil ja, und auch das mein Begleiten von Frauen in ihre innere Stärke, in ihr, ja, in die Rückverbindung mit ihrem Inneren, mit der Liebe in sich selbst. All das ist irgendwo im Moment, also kurz im Moment ist so ein neutraler, ist so ein neutraler Raum. Ein neutrales Feld, in dem ich mich befinde, was nicht unbedingt so angenehm ist, ja. Weißt du, ich schaue hier raus und sehe bei mir, wie ihr seht, das sind Birken. Und diese Birken, die sind jetzt trotzdem, dass es schon so frühlinghaft ist, aber die sind ja immer noch so wie im Winter. Also ich weiß und bin mir gewahr, dass das Leben da drin pulsiert. Purste Lebendigkeit, purstes Strömen. Und ja, dass ich aus der Stille heraus alles vorbereitet, also es bereitet sich alles auf den erneuten Durchbruch vor, ja. Auch wenn das Leben sich, wenn das Leben neu erblüht in Verbindung mit den Zyklen und mit dem Rhythmus, was auch immer es im Frühling soweit ist. Und ich spüre es in mir ähnlich. Da pulsiert ein Leben, das Leben, in einer so tiefen Lebendigkeit gefühlt. Aber wie in dieser Birke, wie die Birke mir das so spiegelt, oder diese Natur gerade auch noch. Ja, ich möchte es mal so ausdrücken, wie ich vorhin schon gesagt habe. Es ist wie, ich befinde mich so in diesem neutralen, also in einem Feld, in dem alles da ist. Das ist mir gewahr. Ja, mein ganzes Seelenpotenzial, es ist alles da. Es ist alles im Feld. Aber ich befinde mich so wie so in der Mitte einer Waage. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Neutral, so ein bisschen, ja, diese Leere zu spüren, nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Es kommen zwar so Energien, ne? Das ist schon klar. Ich meine, wir sind Schöpfer und ich richte mich natürlich mit all meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinen Worten, die ich ausspreche. Und mit meinen inneren Bildern und mit dem ich Energie gebe, ganz und gar auf das aus, was ich, ja, was seelengeführt einfach sein möchte, ne, wo das innere Kind hüpft und auch in Verbindung natürlich mit dem Dienst hier, frei. Und dann gebe ich es aber wieder frei. Ich lasse es wieder los und ich sage dann auch, der göttliche Wille durch mich geschieht. Also ich sehe mich als Kanal,
der nochmal gereinigt wurde und noch wird, durch den jetzt wirklich das Neue geboren werden möchte, von dem ich aber noch nicht weiß. Ich weiß bloß, es gibt gar keinen anderen Weg in so einer Phase. Und falls du auch da bist, dann wirst du das Gefühl kennen. Es gibt nur hingeben und das, was ich ja auch immer, worüber ich auch immer schreibe und spreche, dieses wirklich wieder Beobachter, der schaut zu und schaut mir sozusagen beim Leben zu und lässt es da sein, ohne was damit zu machen. Einfach okay, das ist gerade da. Und dann immer zu dem nächsten Impuls, immer aus dem unmittelbaren Augenblick heraus. Okay, jetzt koche ich was. Okay, jetzt mache ich meine kleine, bin vorhin lange wieder barfuß gelaufen. Ist für mich gerade ganz wichtig. Kann ich euch nur empfehlen, barfuß durch die Wiesen, sobald ihr oder im Wald, immer wenn du die Möglichkeit hast, weil diese Aktivierung des Erdsternen, Chakras und der unteren des Basischakras und der unteren Chakren überhaupt. Es ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, diese Anbindung an die Mutter Erde, weil ja so viel an Schwingungsanhebung geschieht und weil das ja auch einfach reinkommt, je offener wir sind. Ja, das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Das so aus einer. Ganz da, ich bin schon ganz da, ja. Ich sage nur, das kann durchaus auch bei euch etwas so was da ist, wenn man eben losgelassen hat, ja, und nicht mehr festhält an irgendwelchen Sicherheiten, dann darf das alles so sein. Aber genau das ist es, wo ich spüre auch in mir, gerade jetzt, wo ich das aufspreche, eine ganz tiefe Klarheit, auch eine Rührung, ein Berührtsein irgendwo. Aber ich weiß einfach, es ist, wie es ist und so, wie es ist. Es ist es, also gut, ja. Das spüre ich einfach. Bin im Fluss, bin da, bin ich hier, bin absolut bereit für das Neue. Ja, und in dem Sinn, euch allen einen ganz schönen Tag. Und ich kann euch nur Einfaches sagen, es ist. Obwohl ich so lange diesen inneren Weg gehe, aber es ist manchmal immer noch mal, immer und immer wieder dein Vertrauen, dieses vollkommene sich hineinsinken lassen in diese eigene Herzens, in dieses Herzensgeführtsein, ne? Worüber sich ja die Seele meldeten, Seelengeführtsein. Noch tiefer reinsinken lassen im Wissen, wir sind getragen, wir sind geführt und wir haben alle Hilfe von unseren eigenen. Ja, Geistführer, Schutzengel und auch von unseren, ja, einfach lebenden Freunden aus höheren Dimensionen des Lichtes, aber auch von den Naturwesen, von Mutter Erde, von den Elementen. Wenn wir uns dafür öffnen, kommt alle Hilfe. Ich sage nur, es ist nicht immer so leicht. Das muss man auch durch. Also, macht's gut, ihr Lieben.